14 Tage lang haben Frederik Nagd und seine Bekannten unzählige Spraydosen an dieser Wand geleert. 165 Meter ist die lang und soll zur Gartenschau im nächsten Jahr mehr als nur eine mausgraue Lärmschutzwand sein. Das ist ein Projekt aus der Bürgerbeteiligung. Wir hatten hier eine große Bürgerbeteiligung in der Stadt Remseck am Neckar und da hat der Frederik Merkt eben dieses Projekt eingebracht und vorgeschlagen. Und das mit Erfolg, wie diese Bilder zeigen. Die 16 teilnehmenden Städte verschönern derzeit viele öffentliche Plätze, also ist das Graffiti an der Lärmschutzwand zwar nicht das einzige Gartenschauprojekt, aber schon ein ziemlich außergewöhnliches. Das macht man auch nicht irgendwie alle zwei Monate. Also schon, vor allem ist halt für mich super, weil ich wohne hier und gestalte halt die Stadt mit. Das ist so, finde ich geil. Ja, und als Kind der Stadt will Frederik natürlich auch, dass sein Gesamtwerk zu 100% perfekt gestaltet wird. Die größte Schwierigkeit war eigentlich die Schrift, weil die muss sitzen. Das ist so eine Grotesk-Schrift. Wenn da Balkenstärken nicht stimmen, Buchstabenabstände, sieht es gleich scheiße aus. Das war ein bisschen Konstruktion, aber der Rest ist eigentlich so relativ gut malbar. Aber auch das mit der Schrift hat doch wunderbar geklappt. Seit gestern begrüßt nun also dieser grüne Schriftzug alle Auto- und Stadtbahnfahrer, die am Remsecker Stadtteil Aldingen vorbeifahren. Wobei, so kleine Korrekturen werden schon noch vorgenommen. Eigentlich geht es nur noch um Retuschen, Flächen schön machen, Kanten schön machen. So quasi die Fehler, die wir während der Arbeit eingebaut haben, wieder wegretuschieren. Für die Stadt ist das Kunstwerk aber schon jetzt eine perfekte Visitenkarte. Das ist auf jeden Fall eine Aufwertung. Ich finde, wenn man hier reinfährt, ist das gleich, wie gesagt, der Willkommensgruß. Und bis die Gartenschaubesucher kommen, dürfen sich nun eben die täglichen Pendler an diesen Willkommensgruß erfreuen.